Hallo und herzlich willkommen zurück zur Super Funtime. Mein Name ist Steve Parker und es geht weiter mit Pokémon Mond. Wir sind kurz vor der großen Prüfung der Akala-Insel, beziehungsweise glaube ich das. Ich hätte eigentlich erwartet, dass wir schon im letzten Part dort angekommen wären, aber irgendwie wurden wir immer hin und her geschickt. Irgendwie gab es da einen Brief und Myla ist jetzt irgendwie bei der Höhle des Lebens oder wie auch dieses Gebiet heißt. Und dort haben wir uns vorgekämpft und hoffentlich können wir jetzt die Prüfung absolvieren und zur nächsten Insel weiterreisen. Ich bin gespannt, was uns alles erwarten wird. Eine kleine Zwischen... Oh, ein neuer Charakter. Ist das Plumeria? Also so hieß die Team Skull-Chefin im Englischen. Ich habe schon einige Bilder von der gesehen. Und deswegen kenne ich den englischen Namen. Du bist also die, von der Gladio erzählt hat. Für mich siehst du aus wie ein ganz gewöhnliches Mädchen. Nice, das ist sie. Plumeria. Mal gucken, wie sie im Deutsch heißt. Ich bin Fran. Die heißt Fran im Deutschen? Das finde ich manchmal seltsam, dass eigentlich die deutsche Lokalisierung von Pokémon die Namen meistens so ein bisschen europäischer gestaltet, aber manchmal auch komplett ins Gegenteil umgeht. Also Fran. Hätte ich nicht erwartet, den Namen, gerade weil der amerikanische bzw. der englische einfach so ein bisschen ja, atmosphärischer ist. Plumeria, wie die Blume. Aber okay, ich akzeptiere Fran auch. Ich liebe sie übrigens, also falls man das nicht mit meiner Stimme schon erkennen konnte, ich bin riesengroßer Fran-Fan, beziehungsweise ja, mal gucken, ob ich es mir merken kann, dass sie Fran ist. Ich halte Team Skull zusammen, ich bin dort sowas wie die große Schwester für alle. Wie du weißt, sind die nicht alle unbedingt die hellsten. Das macht sie so nett, aber gerade, ich hab's gesagt, aber gerade das ist es, was sie so liebenswert macht. Verstehst du, was ich meine? Absolut, absolut. Und der erst meine süßen Geschwister, also muss ich dem ein Ende setzen. Oh, ich werde gerne von dir bestraft. Bin ich creepy, weil ich das mag? Wieder schöne Musik. Yeah. Ich muss dazu sagen, dass ich normalerweise Charaktere ohne Augenbrauen nicht so sehr mag, aber für Fran mache ich eine Ausnahme. Nur für Fran mache ich eine Ausnahme. Wir haben sogar einen guten Lied, daran habe ich gar nicht gedacht. Erstmal ein bisschen die Musik genießen. Es ist ein kleiner Remix von den anderen Team Skull-Themes, aber ich bin... Alles, was Team Skull umgibt, mag ich. Mag ich sehr, sehr gerne. Mal gucken, wie gut ich das tanke. Okay, ich tanke es noch gut. Und hier auch wieder die Chance, dass Fran früher oder später ein X-Bud mit sich führt und dann ist sowieso alles in Butter. Bitte denk das. Bitte nicht geflincht werden. Bitte treffe. So viele Voraussetzungen. Alter. Ja, wobei Goldbart ist ziemlich bulky. Insofern wundert mich das nicht. Sind wir jetzt schneller, bitte? Immer noch langsamer? Wuffels. Oh, ganz knapp. Bitte. Okay. Das soll es gleich auf jeden Fall rauswechseln. Das ist mir noch nie aufgefallen. Ich will die ganze Plumeria sagen. Hat Fran ein Tattoo von Team Skull auf dem Bauch? Das ist ein bisschen extrem, aber irgendwie finde ich das doch schon ganz cool. Und vor allen Dingen das Farbschema von Fran ist einfach ultra cool. Ich liebe Magenta als Farbe. Mit einem schönen Kontrast hier mit dem Gelb. Also nichts zu beanstanden an dieser Stelle. Was wechseln wir hier rein? Ich glaube, ich tue... Ah, komm, hier. Reaper, mach das! Benutze dein Ulti! Es ist einfach so untypisch, dass Kampfmusik so vergleichsweise ruhig ist, mit so einem leichten Beat und so ein bisschen ganz leichten Vocals. Aber es gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Bitte Knochenrang treffe, weil der Schaden ist wesentlich höher, als ich das eigentlich gerne hätte. Bitte nicht verbrennen, wenn das überhaupt geht. Wir treffen, perfekt. Puh. Also sieht man, die Gegner haben Power. Die Gegner haben auf jeden Fall Power. Oder uns fehlt einfach irgendeine defensive Option. Und Level 28 erreicht. Mit Ulrich. Krass, Ulrich ist jetzt weiter vorne als Dragosso. Hätte ich nie gedacht. Kleine Panda-Augen. Ach, die Musik geht weiter. Yeah, genau, das denke ich auch. Ha, du bist ganz schön stark. Aber wenn du uns weiter im Weg stehst, dann mache ich das nächste Mal ernst. Ciao. Die hat auch einen richtig schönen Hüftschwung. Genauso wie Myla. So, aber erstmal Pokémon heilen. Und ich glaube, ich werde Dragosso auf jeden Fall nach vorne tun, weil, soweit ich gehört habe, wird Myla auch Gesteins-Pokémon einsetzen. Da wird Dragosso, glaube ich, auch schon eine gute Option sein. Haben wir doch irgendwie was Kleines. Naja.
Ach komm, ich werde das Wuffel sowieso nicht einsetzen im Kampf, weil Gestein gegen Gestein. Da passiert nicht viel. So. Die zwei Pokémon werden wahrscheinlich die Starplayer sein. Unser Tragosso und unser Aranesto. Nestro? Nesto? Nestro? Nesquik? Weiß ich nicht. Die Wasserspinne. Der Wasserläufer. Oh. Mal gucken. Ich habe gar nicht drauf geguckt, wo wir jetzt sind. Also das hätte mich jetzt interessiert. Irgendwas des Lebens. Hen. Oh, Professor Burnett ist da. Ist die Professorin? Nur Burnett. Oder Doktor. Lily hatte sich verlaufen, also habe ich sie kurzerhand hergebracht. Ich habe gehört, auf dem Weg zum Hotel Meeresrauschen habe sie sich schon mal verirrt. Da wollte sie zwar nur ein paar Schergen von Team Skull aus dem Weg gehen, aber ich habe mir trotzdem etwas Sorgen um sie gemacht. Okay, Maskoja hat gleich wieder einen Kampf, den ich nicht verpassen will. Das Grinsen von der ist richtig cool. Aber eins würde ich ja zu gerne. Wie sieht Maskoja wohl unter seiner Maske aus? Das Gesicht von der, einfach super cool. Die ist ein richtiges Fangirl. Ich wollte schon Fanboy sagen, das wäre verrückt. Ich bin für Würkchen hier hingekommen. Professor Burnett war so freundlich, mir den Weg zu den Ruinen zu zeigen. Oh, dein armes Tragosso, lass mich schnell dein Team heilen. Das ist voll geheilt. Das hat, glaube ich, ein AP weniger als vor kurzem. Aber okay. Dort drin befinden sich die Ruinen des Schutzpatrons von Akala, Kapufala. Pew! Nur nicht Hetzenwölkchen. Auf Mele Mele wolltest du auch zu den Ruinen des Krieges. Was bedeuten diese Ruinen für dich? Was willst du von den Schutzpatronen? Diese leeren Augen. Du willst nicht sehen, was ich gesehen habe. Ohne dich wäre es für Würkchen an der Hängebrücke wirklich brenzlig geworden. Yes, Ausrufezeichen. Da weiß man, dass gleich Action ansteht. Alter, dieser Hüftschwung. Unfassbar. Alles einfach die sexyste Edition von Pokémon, die es jemals gab. Nanu, ihr seid euch die Kinder, die mit Kukui unterwegs waren. So ist es. Mein Name ist Lily. Ich bin Professor Kukuis Assistentin. Das ist Hen. Ich hätte euch am Hafen schon nach euren Namen fragen sollen. Tut mir echt leid. Und das, obwohl ich extra auf euch gewartet habe, um euch auf Akala willkommen zu heißen. Ich bin hier, weil Kapufala mich gebeten hat, in den Ruinen etwas Ordnung zu schaffen. Einmal durchputzen mit dem Besen. Hen, ich wollte mich schon bei dir dafür bedanken, dass du dir die Zeit nimmst, die Menschen und Pokémon Alolas kennenzulernen. Okay, das sieht schon nach einem Kampf aus. Das heißt, endlich Inselprüfung! Endlich geht's weiter. Gut, du sollst also die Prüfung der drei Captains von Akala bestanden haben. Dann ist es jetzt eine Zeit für die große Prüfung von Inselkönigin Myla. Mach dich bereit für den härtesten Pokémon-Kampf auf ganz Akala. Aber gerne doch, ich freue mich. Okay, meine Pokémon und ich werden im Kampf gegen dich und deine Pokémon all unsere Kraft zusammennehmen. Meine Gefährten sind allesamt schroffe, aber dennoch niedliche Gesteins-Pokémon. Ob das so gut passt, niedlich und Gesteins-Pokémon, gibt es irgendwie... Doch, natürlich, Diancie. Diancie ist ein bisschen niedlich, Alter. Perfekte Pose. Gute Kamerafahrt. Inselkönig Myla fordert dich heraus. Ein Nasknet. Okay, das geht noch klar. Ich hätte erwartet, dass es eher ein Voluminas sein wird, weil sie ja auch eins hatte, das für sie arbeitet. Insofern, naja. Aber Nasknet ist ebenfalls gut. Ich glaube, es hat Robustheit, aber es ist mir egal, denn ich habe den Knopf mal dran. Jetzt nur noch treffen, bitte. Danke. Alter, der tankt das. Holy shit. Aber wobei, Nasknet ist, glaube ich, noch kein Stahltypus, oder? Das heißt, wir treffen hier nur normal effektiv und nicht vierfach. Oh, wir haben scheinbar der Attacke gedodged. Dann gehen wir auf die Kopfnuss, weil die wird auf jeden Fall ausreichen an der... Okay. Ich habe nichts gesagt, aber ich glaube trotzdem, wenn wir den nächsten Knochenmehrang treffen, dann... Wir haben den Schaden ja schon gesehen. Das war ganz knapp und jetzt wird es noch knapper. Beziehungsweise nicht mehr möglich, dass der Gegner es überlebt. Insofern, alles gut. Erstes Pokémon rausgenommen, sofern wir treffen. Nice. Das ist immer so ein bisschen das Brenzlige am Knochenmehrang. Es ist eigentlich eine bisschen bessere Attacke als Erdbeben, aber eben diese, ja, schwankende Genauigkeit ist immer ein bisschen blöd. Was ist das? Sidimantur. Ich glaube, das habe ich noch nie gelesen. Also den Namen jedenfalls. Aber ich bin auch kein Fan von den Pokémon. Es sieht seltsam aus für die Pokémon-Welt. Aber, naja. Auch hier, Knochenmehrang sollte vielleicht ausreichen, um es rauszunehmen. Ich weiß nicht, wie bulky das ist. Ja, okay. Bulky genug, um es zu überleben.
Wird es uns irgendwas entgegenwerfen können? Ich glaube nicht. Und physische Angriffe können wir sogar noch viel besser tanken als spezielle. Insofern alles safe. Die Frage ist, will ich hier auf den... Jawohl, das macht keinen Sinn. Wird Wirbler reichen? Ich glaube nicht. Warte, das ist eine 60er Base, war das, oder? Probieren wir mal ein bisschen zu rechnen. Wir haben 100 Base mit dem Knochenrang plus Stab. 150. 150 macht ungefähr diesen Schaden. Das könnte reichen. Ich probiere es mal. Dann sehen wir vor allen Dingen die Animation. Würde mich auch interessieren. Okay, es reicht nicht mal im Ansatz. Oh Mann. Okay, das hätte ich nicht unbedingt machen müssen. Aber noch ist alles gut, noch ist alles gut, solange wir treffen. Habe ich gerade irgendwie falsch gerechnet? Ah, natürlich, ich bin total dumm. Es ist keine 160er Base, sondern es ist natürlich 320, weil es sehr effektiv ist. Oh, ich bin so dumm. Ja, perfekt, perfekt. Ein Wolverock, okay. Das ist cool. Das ist auf jeden Fall cool. Ich glaube auch, hier sollten wir eine Attacke tanken. Das Problem ist, dass Wolverock in dieser Form relativ bulky ist. Das heißt, ich glaube, Knochenrang wird hier nicht ausreichen. Oder vielleicht doch. Ist Wolverock in der Mitternachtsform nicht ziemlich bulky? Also bulkiger als hier zum Beispiel Nasknet. Hätte ich gedacht, aber okay. Reaper macht es. Reaper macht es einfach. Sehr schön. Level 28. Das heißt, wir müssen jetzt, glaube ich, nur darauf warten, bis wir irgendwann zu einer Nachtsituation kommen. Und dann entwickelt es sich zu Alola-Knogger. Einfach großartig. Ja, das denke ich auch. Das war schon eine ziemlich coole Leistung. Erst wenn man seine ganze Kraft eingesetzt hat, kann man noch heller strahlen. Oh, das Gesicht. Echt nett. Das finde ich ziemlich schön an ihr, dass sie eigentlich recht schroff ist, also ein bisschen hart, ein bisschen maskulin, würde ich beinahe sagen, aber dann ab und an diese Szene hat, wo das Gesicht einfach super weiblich wirkt. Also wirklich, Charakterdesign-technisch richtig, richtig gut. Finde ich auch sehr attraktiv, muss ich sagen. Ihr seid wirklich sehr stark. Hier, dieser Z-Kristall von Typ Gestein, auch Petrium Z genannt, ist für dich. Ah, es geht weiter. Unser Sechster, glaube ich. Ihr seht es ja im Overlay. Ich habe das Overlay leider nicht auf. Aber ich glaube, es ist der Sechste. Sehr schön. Wir haben dem Gegner irgendwie keine Chance gegeben, irgendwas zu zeigen mit seinen Pokémon. Also, ich glaube, sie hatte auch den Z-Kristall auf irgendeinem Pokémon drauf. Das heißt, ja, da direkt alles pulverisiert, sodass gar nicht die Chance kam, die schöne Animation zu sehen vom Z-Gesteinsangriff, wie auch immer er heißt. Du hältst den Z-Kristall Petrium Z. Ja, die Z-Kraft holst du aus den Gesteins-Pokémon durch diese Bewegung heraus. Wenn jetzt die Hüfte aber nicht richtig schön schwingt, werde ich enttäuscht sein. Sieh genau hin, auf den Hüftschwung und auf die richtige Stärke kommt es an. Sehr cool, wir lassen die Muskeln spielen. Ich weiß nicht, ob das bei mir albern aussehen wird, weil ich ja so ein bisschen graziler wirke. Setze diese Kraft gut ein. Gesteins-Pokémon sind hart und schroff, sowie besonders gut im Angriff. Sie ähneln mir überhaupt nicht, aber gerade das finde ich so faszinierend an ihnen. Okay. Und Wölkchen will was. Wölkchen ist auch begeistert. Von allem. Du siehst wirklich glücklich aus. Bitte nimm mir das nicht übel, Lilly, aber was treibt jemand wie dich, der eigentlich gar kein Pokémon-Trainer ist, zu den Ruinen des Lebens? Ich tue es für Wölkchen. Es ist von weit her zu uns gekommen und ich möchte es in seine Heimat zurückbringen. Leider weiß ich gar nichts über seine Herkunft, aber weil es sich zu diesem Ort hingezogen zu fühlen scheint, suche ich die Ruinen wie diese hier nach Hinweisen. Ein ungewöhnliches Pokémon, nicht wahr? Auch wenn wir Kapufala als Schutzpatron ansehen, ist es immer noch ein wildes Pokémon. Nur ein vergleichbar starkes Pokémon würde sich so nah an sein Revier heranwagen. Oh, ungeahnte Kräfte. Aber das ist wohl bei dir kaum der Fall. Ich hoffe, dass eure Reise auch weiterhin von vielen aufregenden Abenteuern und netten Begegnungen erfüllt sein wird. Ich bringe dich zurück in die Stadt, Lilly. Ich finde es toll, dass du so ein großes Herz für Pokémon hast, obwohl du nicht einmal ein Trainer bist. Und deswegen will ich dir helfen. Ah, sehr, sehr zuvorkommend. Auch wenn wir jetzt irgendwie nicht in den Ruinen waren und ich glaube, das Wölkchen dorthin wollte? Keine Ahnung. Inselkönigin Myla, ich bin's, Tali aus Lilly. Ich möchte gerne gegen dich kämpfen. Oh, Hen.
Ein Typ von der ETA Foundation mit einer grünen Brille wollte, dass du ins Hanno-Hanno-Resort kommst, weil du die große Prüfung bestanden hast. Die ETA Foundation? Ich weiß nicht, was sie von dir wollen, aber geh ruhig hin. Wenn du dich gleich auf den Weg machen willst, solltest du mit Glurak nach Kantai City fliegen. Am Dimensionsforschungsinstitut vorbei musst du nur noch die Brücke überqueren, um zum Hanno-Hanno-Resort zu kommen. Die ETA Foundation? Ich denke, ich bleib hier und sehe mir Talis Pokémon-Kampf an. Auch wenn ich nicht gerne sehe, wie Pokémon verletzt werden. Doch ich weiß ja, dass deine und Talis Pokémon sehr hart im Nehmen sind. Ich weiß, ich bin nicht so stark wie mein OP Hala, aber ich hole trotzdem das Beste aus Marikek und den anderen heraus. Du bist und bleibst du selbst, Tali. Es spielt keine Rolle, ob du der Enkel des Inselkönigs Hala bist oder nicht. Gib einfach dein Bestes. Alle sind so glücklich hier. Also ich finde die Stimmung, die in diesem Spiel herrscht, ist einfach wunderbar. Ich will eigentlich auch zu sehen. Okay, die sagt nochmal dasselbe. Das heißt, wir schwingen uns zum ersten Mal und wir waren schon mal auf Glurak. Dann habe ich nichts gesagt. Wir schwingen uns auf unseren Glurak und müssen zu Kanta City, hat sie gemeint. Machen wir mal. Immer noch riesengroßer Fan von dieser ganzen VM-Pokémon-Mechanik. Schön, schön. Ich hätte zwar cool gefunden, sind wir voll gealt, bevor das hier gleich wichtig sein wird? Nein, sind wir nicht. Ich hätte zwar auch ein bisschen schöner gefunden, wenn man wirklich live mit Glurak fliegen könnte, so wie bei Pokémon Oras mit den Lati-Zwillingen. Aber so wie es ist, ist es, glaube ich, auch relativ zuvorkommend. Und wir haben es ja super früh bekommen, insofern, wenn man jetzt irgendwie extrem viel fliegen könnte, ich weiß nicht, das würde, glaube ich, die Stimmung kaputt machen. Man könnte schon sehen, wie die anderen Inseln ungefähr aussehen. Und so ist man noch völlig gespannt, was einen noch so erwarten wird. Also ich glaube, wir müssen hier langlaufen, oder? Müssen wir... Ah nein, sie meinte hier dran vorbei. Genau. Wobei, Moment. Hier waren wir, glaube ich, noch gar nicht drin, oder? Mal schauen. Ich will ja auch so ein bisschen explorieren. Nachher verpassen wir hier irgendwie ein wichtiges Item. Erst, wenn hier alles glänzt, wird geschwänzt. Putzen ist wie ein Videospiel für mich, weißt du? Lustige, das ist der Hausmeister, oder? Und dieser Raum hier ist der Endgegner. So, was ist das hier? Game Freak, oh, da haben sich die Entwickler wieder selbst ein Spiel gebaut. Hier ist ein Team Skull-Rübel oder ist das ein Punk, weil der keinen Team Skull-Prince auf seinen Kleidern hat? Die Wahrscheinlichkeit, ein schönes Pokémon zu finden, beträgt 1 zu 4000. Das ist, glaube ich, relativ gut, wenn man bedenkt, wie es früher war. War das nicht mal über 10.000? 1 zu 14.000 oder so? Insofern 1 zu 4.000? Absolut, okay. Wird Razor freuen, dass er hier bessere Chancen hat, ein... wie heißt nochmal dieses Panda-Pokémon? Ich weiß nicht mehr. Ich habe noch so viele Ideen, die ich ins Spiel packen will. Ich muss also ordentlich essen. Okay, ich sehe den... Ah, der Satz geht weiter. Ich dachte, er ist da beendet und ich habe den Kontext nicht gesehen. Damit mir mittendrin die Energie nicht ausgeht. Alles klar, macht Sinn. Hier, ich habe noch eine Erfrischung übrig. Die kannst du ruhig haben. Einfach so. Vielen Dank. Das wird sein. Tafel Wasser. Limonade. Okay. Also sind wir hier wirklich im Entwicklerstudio. Viel Spaß noch bei deinem Abenteuer. Ein Spiel im Spiel. Das Entwicklerstudio im Spiel. Unfassbar. Und wer sind Sie? Du bist doch auf Inselwanderschaft, oder? Schau doch mal wieder vorbei, wenn du damit fertig bist. Vergiss mich bloß nicht. Okay, machen wir. Du möchtest ein wenig in Nostalgie schwelgen. Welches unserer Spiele würdest du am liebsten noch einmal einlegen? Oh, hier, das wird sofort an Nintendo weitergereicht, beziehungsweise an Game Freak oder Pokémon Company, je nachdem. Aber ich bin ein großer Fan von tatsächlich Pokémon Blau. Das war meine allererste Edition und... normalerweise bin ich ja kein großer Fan von den Wasserstartern, so ein bisschen, aber Pokémon Blau war tatsächlich, da ist die Nostalgie drin. Ah, Blau, du gehörst sicher zu den ganz großen Fans und stehst voll und ganz hinter deiner Meinung. Natürlich. Kann ich das nochmal und mal gucken, was er sagt, wenn ich was anderes wähle. Achso, okay, der sagt wirklich zu jeder Farbe einen anderen Spruch, das ist ganz nett. So, arbeiten wir uns von oben nach unten. Ich will nur gucken, ob es hier irgendwie was Tolles gibt. Auf der Tafel stehen neue Spielideen. Du bekommst Lust, einige Einfälle beizusteuern. Mache alles OP, was in Hens Team landet. Und dann passiert es. Ich bin der Projektleiter. Es macht Spaß, einen Pokédex zu füllen, nicht wahr?
Komm mal wieder vorbei, sobald du ihn vervollständigt hast. Okay, das ist wahrscheinlich der Typ, der uns irgendwie ein Diplom gibt, wenn wir alle Pokémon gefangen haben. Der Alola-Region. Pipi ist so süß, einfach nur zum Knuddeln. Ja, und kompetitiv ziemlich stark. Boah, Pixie, ja. Tach, ich habe hier gerade einen Hammer-Song komponiert. Achso, wirklich? Wenn das der Typ ist, der die ganzen Team Skull-Songs komponiert hat, hier, mein absolutes Lob. Da gebe ich auch gerne 50 Poké-Dollar auf den Tisch. Knall, zack. Dass ich jetzt an der neuesten Edition einer Spielereihe mitarbeiten darf, die ich früher selbst immer gespielt habe, ist einfach ein Traum. Kann ich mich hier hinsetzen und einfach mitentwickeln? Hier sind ja noch genug Rechner. Wieso nicht? Oder müssen wir einfach unsere Inselprüfung bestehen, dann sind wir einfach hier Mitentwickler. Es geht weiter nach oben. Vielleicht noch mehr? Game Freak? Okay, hier ist nichts und hier ist auch nichts. Mal schauen. Ah, die Aether Foundation. Muss ich hier hin? Ich dachte, ich muss irgendwie weiter über die Brücke. Ja, scheinbar. Okay, hier ist mehr Aether Foundation, als ich das erwartet hätte. Mal schauen, was es hier gibt. Was denkst du, macht Pokémon wohl glücklich? Was heißt es überhaupt, glücklich zu sein? Also für mich ist Glück, wenn ich mit Freunden zusammen an einem gedeckten Tisch sitzen und lachen und etwas Gutes essen kann. Das kann ich wertschätzen. Quapuzzi. Bei mir ist es Glück, wenn ich dieses Quapuzzi essen dürfte. Also wirklich, wie viel Tafelwasser willst du denn noch trinken? Deine KP sind bereits voll. Ach, der spricht mir ein Quapuzzi. Alles klar. So, gibt es hier noch irgendwas Spannendes zu entdecken? Nein. Mal gucken, vielleicht kann man hier was kaufen. Hier in der Aether Foundation beschützen wir Pokémon, denen Leid zugefügt wurde. Hier in der Aether Foundation beschützen wir Pokémon, denen Leid zugefügt wurde. Hier in der Aether Foundation beschützen wir Pokémon, denen Leid zugefügt wurde. Der bräuchte auch so einen Kittel und so eine Kappe. Einfach der Mitarbeiter des Monats, Quapuzzi. Ob wir uns wohl auch erheben und kämpfen sollten, um Team Skull Einhalt zu gebieten? Nein, die sind einfach cool. Dieses elende Team Skull, es scheint ihnen auch Spaß zu machen, dem Pokémon weh zu tun. Ah, das stimmt doch gar nicht. Bisher haben wir nichts davon gesehen. Die sind einfach nur so kleine Straßengangster, die nichts Besseres wissen. Viel netter als die Leute hier auf der Straße bei mir. Na, wobei, so schlimm ist es nicht. Krefeld ist eine sichere Gegend. Jetzt wisst ihr auch, wo ich wohne. Nicht, dass vorher irgendwie ein Geheimnis war. Aber das war eigentlich ganz nett, dort reinzugehen. Wir haben zwar kein Item bekommen, aber so ein bisschen Zusatzstory abgestaubt. Insofern, alles cool. Hat mich gefreut. Ich finde es sowieso cool, wenn Entwickler sich irgendwie selbst ins Spiel einbauen. Hier waren wir noch gar nicht. Also wir können hier nochmal mit allen Leuten reden. Ich bin immer auf der Suche nach Spaß. Vielleicht sollte ich noch eine Inselwanderschaft machen. Das war ein unvergleichliches Erlebnis. Ja, das macht auf jeden Fall Spaß. Hier sieht es doch nach ein bisschen... Kann ich hier auf Bisbug reiten? Tatsächlich. Ich rieche hier schon die Items. Beziehungsweise nicht ich, sondern das Bisbug. Vielleicht auch nicht. Items, irgendwo. Das ist ein Pelipa. Pelipa, komm zu mir. Du bist kompetitiv gut geworden. Jetzt, da es Niesel beherrscht. In Alola haben sich Menschen aus aller Welt niedergelassen, weshalb man hier auch ganz viele verschiedene Baustile vorfindet. Ist dieses Pelipa ein wildes Pokémon oder gehört es jemandem im Hotel? Die Kinder freuen sich auf jeden Fall. Ich will auch mal im Schnabel von Pelipper rumgetragen werden. Achso, hä? Wow, da fliegt ein Pelipper. Auch ich war überrascht. Hier gibt es ernsthaft keine Items. Das wäre doch der perfekte Ort. Oh, hier ist ein Strand. Und schon gibt es die Items. Nur wo? Hä? Ich mag dieses Suchen nicht unbedingt, weil es relativ ungenau ist. Ein Sprudel. Ich will was Gutes. Ein Walband, bitte. Oh, jemand hat ein... Oh, hi. Unsere Bisbugs können jetzt rumknutschen. Los, Bisbug, wir machen jetzt mal den Strand sauber und nebenbei grafen wir noch in den Sand versteckte Items ab. Auf jeden Fall ist hier nochmal eine Seilgartzelle, an die ich nicht rankomme, weil mein Bisbug zu fett ist. Unfassbar. Das hätten sie auch machen können, dass man das Item greifen kann. So weit ist es ja nicht. Kann man hier gegen die Leute kämpfen? Nein, die wollen nicht kämpfen, die wollen nur chillen. Ich bin ein Wassermann, hm? Nein, nicht vom Sternzeichen, sondern weil ich das Meer so mag. Bei den Badegästen hier handelt es sich übrigens durchweg um kampflustige Trainer. Nimm dich also lieber in Acht. Du scheinst aber keiner zu sein. Oh, das ist eine Schönheit. Wollen wir sie stören? Machen wir mal. Dass ich hier so gepflegt flaunzen kann, verdanke ich meinem Nebenjob. Wenn du auch nach einem entspannten Job suchst, kann ich dir das Gufa-Schleudern am Strand empfehlen. Okay. Gufa ist, glaube ich, dieses kleine Seegurken-Pokémon. Pyukumuko heißt es auf Englisch, was ein super knuffiger Name ist.
Ich wollte gar nicht in dieses Menü reingehen. Oh, hier ist ein Item irgendwo. Wo? Okay, hier. Eine Perle, okay. Das kann sogar gut sein, weil wir da ein bisschen mehr Cash in der Tasche haben. Okay, sonst gibt's hier nichts. Aber niemand will gegen mich kämpfen. Der eine Typ hat mir Kämpfe versprochen, aber... Okay, aber wir kriegen ein Item. Danke. Noch ein Sprudel. Was ist das für eine sprudelhafte Insel? Besonders am Strand sollte man dafür sorgen, dass man immer gut hydriert ist. Willst du kämpfen? Niemand will gegen mich kämpfen, aber das ist wieder eine Seigerzelle. Glänzender Schweiß, glitschiger Schleim. Das macht den Hanohano-Strand aus. Hey, wir suchen dringend nach neuen Gufa-Schleuderern. Hast du vielleicht Interesse an einem Nebenjob? Ja, okay, das würde ich auch gerne. Was muss ich dafür machen? Ich bin Rettungsschwimmer am Hanohano-Strand und damit verantwortlich für das Wohlergehen unserer Gäste. Die Sache ist die, wir haben hier ein kleines Gufa-Problem. Ich weiß zwar nicht warum, aber sie werden im Scharen am Strand angespült. Doch wir können sie da nicht einfach liegen lassen. Nicht nur, dass die Gufa austrocknen würden, Badegäste können aus Versehen auch drauftreten und sich wehtun. Es muss sie also jemand wieder zurück ins Meer schleudern, ganz einfach. Schleudern klingt irgendwie super brutal. Ich erkläre dir mal in Stichpunkten, wie diese Arbeit vonstatten geht. Okay? Schritt 1, ein Gufa fangen. Schritt 2, das Gufa ins Meer schleudern. Schritt 3, mir Bescheid sagen, wenn du alle Gufa zurück ins Meer geschleudert hast. Also, was meinst du? Möchtest du dir als Gufa-Schleuderer ein bisschen was dazu verdienen? Das klingt eigentlich ziemlich spaßig und ich bin extrem gespannt, was ich hier wirklich machen muss. Ob ich Gufa fangen muss und dann irgendwie wieder frei? Keine Ahnung. Dann mach dich mal daran, alle Gufa am Strand wieder ins Meer zurück zu befördern. Sieht so aus, als tummeln sich hier momentan 6 Gufa. Okay. Erstmal die Seigerzelle holen. Nein, das wollte ich nicht. Ich dachte, wir reiten schon auf Tauros aus. Stimmte gar nicht. So. Ist da hinten ein Gufa? Hier ist auf jeden Fall so ein kleines Loch. Mal schauen. Nein, es ist ein... Was macht das unter der Erde? Starmie! Setzt Schaufel ein. Das ist kein Starmie, das ist ein Sterndu. Und ich glaube, ich sollte meinen Traugott so ein bisschen... Nein! Ich konnte nicht fliehen, aber irgendwann kommt keine Wasserattacke. Wieso kann ich nicht fliehen? Ich weiß nicht, wovon das abhängig ist. Ich kann einfach gar nicht fliehen. Aber scheinbar kann das Sterndu einfach nichts deswegen kommen. Wenn es hier schon so rumnervt, es ist kein Unlicht-Pokémon. Wieso kann ich mir das nicht merken? Es ist kein Psycho-Pokémon. Unlicht-Attacken machen hier neutralen Schaden. Aber trotzdem guten Schaden. Nein, jetzt komm. Quäl mich nicht. Ja, komm. Ich habe nämlich das Gefühl, ich kann hier nicht fliehen. Aus welchen Gründen auch immer. Aber schadenstechnisch, okay, da ist die Wasserattacke. Wieso ausgerechnet jetzt? Aber das ist gar nicht mal so viel Schaden. Okay. So, das heißt hoffen, dass jetzt nicht nochmal ein Blubschall kommt und dass wir unseren Knochenmehrang treffen. Ich könnte natürlich auch rauswechseln, aber dann verlieren wir nochmal einen Zug und das... Ich will es drauf ankommen lassen. Bitte Teffe. Sehr gut, danke. Tragoso. Auf dich ist Verlass, nicht so wie auf das Wuffels, was super oft daneben haut. So, ist da irgendwas runtergefallen? Tatsächlich. Sternstaub, okay. Ah, da hinten sehe ich schon einen Gufa. Ein Gufa ist, glaube ich, ein... Ist das ein Wasser-Pokémon? Ich weiß es nicht. Gift? Keine Ahnung. Ja, komm, Dr. Who, damit du... ein bisschen stärker bist als der Rest, weil eigentlich bist du der Starter und müsstest das stärkste Pokémon sein, aber okay, mal gucken, was wir hier machen müssen. Gufa? Das ist Gufa zurück ins Meer geworfen. Ah, okay. Ich dachte, das wäre irgendwie ein lustiges Minispiel zusätzlich, aber scheinbar nicht. Irgendwie ist das relativ süß. Gufa? Plutsch. Das Geräusch, das kommt, ist einfach extrem angenehm. Also, schon fast befriedigend, würde ich beinahe sagen. Okay, da ist noch irgendwie ein... Ah, da wollte ich nicht rein. Da sollte ich vielleicht ein bisschen drauf achten, weil ich will jetzt nicht unbedingt so viel kämpfen. Wir haben noch 4 Gufa vor uns. Das ist viel Arbeit. Da kann ich mich nicht ablenken lassen von irgendwelchen Sterndus, die hier unter der Erde leben. Wenn sich ganz viele Diktas zu eng aneinander knuddeln, dann kommt ein Sterndu raus. Das reicht nicht mal aus. Ich bin enttäuscht. Ich bin von so vielen Sachen enttäuscht, was Schaden angeht in dieser Edition bisher. Ich hoffe, es wird irgendwann besser. Bitte ruf keine Hilfe. Bitte ruf keine Hilfe. Bitte ruf keine Hilfe.
Ah! Ah! Ich frage mich, ob ich mit Pflücker mehr Schaden machen würde. Weil es eine stärkere Attacke ist und ich den das Hackattack trage. Ich probiere es mal, weil scheinbar ist mein Blattwerk sowieso nur ein Two-Hit. Das heißt, wir können ja mal gucken und scouten, was schadenstechnisch besser ist. Das war sogar ein Crit. Nicht übel. Ja, okay, ist ungefähr dasselbe. Nein. Ah, ja, stimmt. Die können jetzt auch um Hilfe rufen. Ich habe da keinen Bock drauf. Okay. Scheinbar hat auch niemand Bock auf dich. Verdient! Absolut verdient. Das ist eine ziemlich coole Animation, muss ich sagen. Relativ nutzlos, aber eine schöne Animation. So, ab jetzt bitte Kämpfe vermeiden, so gut es geht. Aber wir kriegen Items. Kriegen wir immer Sternstaub oder ist es irgendwie von der Gegend abhängig? Ich weiß es nicht. Wir suchen jetzt Goofers ab. Da ist noch eins, hi. Ich finde das super süß. Ich finde das Geräusch süß. Keine Ahnung. Vielleicht kann ich ja mal gucken, wie man das kompetitiv nutzen kann. Es hatte diese super einzigartige... Ist es die Fähigkeit oder ist es ein Move? Ich glaube, es ist die Fähigkeit, dass sobald es untergeht, dem Gegner so viel Schaden anrichtet, wie es quasi vorher KP gehabt hat, bevor es untergegangen ist. Also ein bisschen wie... Ich weiß nicht, mit was man das vergleichen kann. Eine Kombination aus Konter und... Wie heißt die Fähigkeit... die zum Beispiel die Ponytox und so haben. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. So, haben wir alle erwischt? Okay, eins ist noch da. Hä, wir waren doch schon überall. Oder, ah, hier ist es, super weit im Strand. Das wird ein weiter Wurf. Na, es sieht so aus, als legen keine Gufer mehr am Strand herum. Schön, schön für den Strand. Bravo, du bist ja schon fertig. Du hast alle Goofer am Strand wieder zurück ins Meer befördert. Und damit ist der Strand wieder sicher. Und die Goofer selbstverständlich auch. Ein schönes Gefühl. Wirklich gut gemacht. Du hast echt ein Händchen fürs Goofer-Schleudern. Hier ist dein Lohn. Nur zu, du hast ihn dir redlich verdient. Ich finde den Namen Goofer-Schleudern ein bisschen brutal. 20.000! What? Hat sich ja richtig gelohnt. Aber jetzt habe ich den einen Satz weggeklickt. Ein Jammer, dass manche Touristen aus anderen Regionen sie einfach nicht zu schätzen wissen. Man muss dazu sagen, sie können... Was? Man muss dazu sagen, wir können sie so oft ins Meer zurückschleudern, wie wir wollen. Am nächsten Tag sind sie trotzdem wieder da. Wenn dir langweilig ist, kannst du aus jederzeit wieder vorbeikommen. Ich habe immer Arbeit für dich. Also, eine gute Quelle einmal am Tag. Also wahrscheinlich alle 24 Stunden. Ich weiß nicht, ob das irgendwie hier wirklich die Tage abwartet. Also, dass die Sonne untergeht und wieder aufgeht. Dass wir das nochmal machen können. Oh, das ist ein Item... Oh, wir werden angegriffen von allen Seiten. Eine Triperle? Sind das einfach drei Perlen? Mal schauen. Oder vielleicht ist es ein Item zu tragen und boostet Feenattacken? Was weiß ich. Tentaha! Hab leider keine Lust auf dich, muss ich sagen. Ich war noch nie so ein richtig großer Tentaha oder Tentoxa-Fan, schon seit der ersten Generation irgendwie nicht. Ich weiß nicht, wieso. Irgendwie wirken die ein bisschen zu schlecht gelaunt. Also die Stimmung passt einfach nicht. Die Chemie ist einfach nicht gut mit uns. Mal gucken, ob dieses Wasser-Pokémon vielleicht ein bisschen was Spannenderes ist. Es ist auch nur ein Tentacher. Schade. Ich will ja auch nicht kämpfen, weil ich glaube, ich werde da auch irgendwie zwei oder drei Hits brauchen, bis es untergeht mit Blattwerk. Das leider eine super schwache Attacke ist. Wann lerne ich, weiß ich nicht, Laubklingen oder so. Das wäre doch praktisch. So, aber ich will hier trotzdem noch das Wasser absuchen, weil ich glaube... Ah, da sind Tränen auf jeden Fall. Die Erfahrungspunkte nehme ich mir. Ich liebe das Meer. Allein der Anblick gibt mir innere Ruhe. Hm. Und ich will so gut wie es geht mit allen NPCs reden und mit allen NPCs auch kämpfen, sofern das geht. Weil vielleicht sehen wir irgendwas Schönes, kriegen ein schönes Item oder storytechnisch erfahren wir irgendwas Spannendes. Deswegen, die Zeit müssen wir uns auf jeden Fall nehmen. Fischschwamm, so heißt die Fähigkeit. Okay. Ist, glaube ich, das erste Mal, dass wir das sehen außerhalb des Herrscherkampfes. Ist es immer noch nur ein Wasser-Pokémon? Ich glaube schon. Das heißt, wir gehen aufs Blattwerk. Hoffentlich machen wir guten Schaden. Das ist okay. Das sollte auch okay sein. Absolut.
Ah, stimmt, Bodycheck ist das mit dem Recoil-Damage. Müsste es sich nicht in das kleine Loser-Ding verwandeln, wenn es unter 50% fällt? Oder ist es erst bei unter 25% oder unter 30%? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht hundertprozentig, wie die Fähigkeit triggert. Ich weiß nur, dass irgendwann, wenn genug Schaden drauf gelandet ist, sich das Ding zurückverwandelt. Was passiert jetzt? Angriff sinkt, okay. Tränendüse. Aber das sollte okay sein. Den Angriff brauchen wir nicht unbedingt, denn das Lusardin ist super, super, super besiegt. Das waren super wenig Erfahrungspunkte. Ich hätte mir viel mehr vorgestellt. Aber okay. Geschenkt ist geschenkt. Gibt es da, das ist eine kleine Insel, aber ich will noch hier gegen den Trainer kämpfen. Gegen die Trainerin sogar. Das sah aus wie ein kleines Kind, aber jetzt sehe ich den Bikini, was mir wirklich sehr gut gefällt. Mir ist langweilig. Hilfst du mir, die Zeit totzuschlagen? Da, 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 da. Also mittlerweile habe ich mich auch sehr an die Kampfmusik gewöhnt. Die fand ich ja ganz am Anfang nicht ganz so passend, aber mittlerweile ist es schon okay. Auf jeden Fall okay. Ich glaube, die Kampfmusik gegen Tali finde ich weiterhin nicht ganz so gut, aber auf dem anderen Spektrum gibt es ja das Team Skull Theme und das ist sowieso das allerbeste. Insofern, da gibt es nichts, wo man sich beschweren könnte. Eine schöne Balance aus nicht ganz so guten Liedern, okayen Liedern und dem Team Skull Theme, beziehungsweise den verschiedenen, weil Fran hatte ja wirklich ein leicht anderes. Also es war im Grunde auch nur ein Remix des Original-Themes, aber trotzdem schön, dass man da auch ein bisschen Abwechslung hat. Ich glaube, Team Skull hat auch mal so einen größeren Anführer, der hieß im Englischen Gusma oder Gusma, je nachdem, wie man ihn ausspricht. Vielleicht kriegt er auch irgendwie einen total seltsamen Namen in dieser Edition. Also keinen europäischen, sondern irgendwie Frank. Er ist einfach Frank. Frank und Fran. Supertrank. Das will ich jetzt einsetzen. Gibt es hier noch irgendwas? Eine kleine Insel. Mal gucken, ob es hier irgendwas... Ja. Ein Item. Ein Schattenglas. Sogar ein gutes Item. Können wir momentan, glaube ich, auf keinen Pokémon wirklich gut nutzen, weil wir kein gutes Unlicht-Pokémon haben, aber vielleicht früher oder später. Wind? Check. Wellen? Check. Gute Laune? Check. Die Anfangspose von dem ist richtig cool. Also, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, aber der hat so eine... Ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. Eine Tanzpose, so eine Ballerina-Pose, wo er nach oben guckt, den Arm gegen den Himmel streckt. Das ist eigentlich ziemlich schön gemacht. Ah, Wingull. Du warst ein großes Problem, als wir gegen den Trainerhelfer gekämpft haben. Ich bleib mal dabei, komm. Weißnebel, perfekt. Weil ich war wirklich erstaunt, wie viel Schaden das Wingull gemacht hat. Und ich war super schockiert. Ich war ja erst verwirrt, wieso Wingull schneller war als unser damals noch Wommel. Hab dann im Nachhinein realisiert, dass Wingull eine unglaublich gute Initiative hat, vor allen Dingen schneller ist als Pelipper. Also, das hat man ja selten, dass Werte runtergehen bei der Entwicklung. Deswegen war die Überraschung super groß, weil bei den unterentwickelten Pokémon habe ich nie wirklich Ahnung, was da Sache ist, weil ich bin halt kompetitiver Spieler, das heißt, wenn, dann beschäftige ich mich mit den finalen Stats und ja, deswegen da ein bisschen überrascht. Zum Beispiel habe ich jetzt auch keine Ahnung, was Schmerbe ist. Ist es ein Wasser-Pokémon? Ist es ein Elektro-Pokémon? Ich gehe mal aufs Blattwerk, wird schon okay sein. Es ist offensichtlich ein Wasser-Pokémon. Es sieht ja danach aus, aber... Ich habe keine Ahnung, was es ist. Es tut mir leid. Ich hätte wohl die Launen meiner Pokémon checken sollen. Nein, ist schon alles okay. Es hätte nichts geändert. Beziehungsweise wenn die Launen waren Angst, Todesangst, dann hätte man vielleicht ein bisschen was dagegen machen können. Ah, gibt es hier noch irgendwas? Da ist noch ein Trainer, aber ich will hier noch mal ein bisschen am Rand schwimmen. Da hinten ist ein Item, dürfen wir nicht vergessen. Da sind noch mehr Trainer und hier ist auch noch mal ein Item. Mit einem Gegengift. Was macht Gegengift im Wasser? Löst sich das nicht langsam auf? Worauf achtest du, wenn du einen Partner-Pokémon auswählst? Auf die Optik. Optik, größer Stärke. In jedem Spiel. Huch. Darf man so eine Pose zeigen in einem Kinderspiel? Ich weiß es nicht. Mariona. Ist das ein richtiger Name? Ein Goofer. Oh, das sehen wir jetzt endlich mal im Spiel. Finde ich auch wieder vom Farbspektrum ziemlich schön.
Sieht aus wie ein Team Skull-Mitglied, muss ich ganz ehrlich sagen. Schwarz mit diesen Magenta-Elementen. Die Frage ist, welchen Typus es hat. Ich weiß es immer noch nicht. Ich glaube ja, es ist... Es ist Wasser? Ich weiß, es ist halt eine Seegurke. Würde sich anbieten, dass es Wasser ist, aber... Alter, wie bulky ist das bitte, Bodyguard? Testen wir mal, was Blattwerk so an Schaden macht. Es ist ein Wasser-Pokémon, sieht halt ein bisschen nach Gift aus. Aber es ist scheinbar ein Wasser-Pokémon. Oh, nee. Ah, ja, genau, es ist... Ja, ich glaube, das ist auch das Einzige, was Goofa wirklich machen kann. Ich heile mich, weil... Ich glaube, wir kriegen auch relativ Schaden zurück, wenn wir das Goofa besiegen. Wie gesagt, es ist immer so viel Schaden, wie es als letztes Schaden gefressen hat. Und ich weiß nicht, wie groß die KP sind. Aber, na egal. Ich glaube, jetzt sollte es ausreichen und wir werden die Fähigkeit überleben. Es überlebt. Bitte, ja, es geht wieder auf Konter. Gefährlich. Aber ich glaube, dadurch, dass es jetzt hier super wenig KP hat, sollten wir auf jeden Fall die Fähigkeit auch noch überleben. Man muss da halt ein bisschen aufpassen. One-Hit könnte potenziell Magenkrempler. Okay, wieso heißt die Fähigkeit so? Wobei Seegurken... Ja, okay, ich verstehe es, glaube ich, ein ganz kleines bisschen, weil Seegurken, ich glaube, ihre Innereien rausspritzen lassen können, um Fressfeinde so ein bisschen zu verwirren. Mich wird das verwirren. Wenn ich jemanden treffe und der will vor mir fliehen, dann kotzt er mir erstmal seine Lunge aus, dann wäre ich auch so, oh, das sieht nicht normal aus und dann würde ich wahrscheinlich auch gehen. So, da hinten gab es noch einen, genau. Und wahrscheinlich den letzten Trainer. Das heißt, so langsam aber sicher können wir diesen Part abschließen. Ist auch schon lang genug. Und dann den nächsten dann frisch mit mehr Story anfangen. Weil ich glaube, wir müssen gleich mit diesen Team, nicht Team, wie heißen die? Aether Foundation Leuten reden und dann bringen die uns irgendwo hin. Ein Gyarados. Ohne Witz, was haben die Leute mit den Gyaradosen? Auf der zweiten Insel schon. Das ist kein Pokémon, das man auf der zweiten Insel nutzt. Das ist Late-Game-Stuff. Will ich es trotzdem riskieren und gucken, wie viel Schaden ich mache? Mal gucken. Vielleicht ist es ja nicht so bulky. Silberblick. Nein, das ist zu wenig Schaden. Das heißt, ich wechsle auf jeden Fall raus. Die Frage ist in was? Ich glaube in unser... Bundlebee? Ulkiger Name muss ich mir auf jeden Fall merken, weil ich finde ihn eigentlich ziemlich cool. Und allgemein, ich mag das Pokémon sehr gerne vom Design her. Es ist ein bisschen klein, also ich hätte es mir ein bisschen gewünscht, dass es größer wäre, aber trotzdem, wenn man so ein kleines Close-Up davon hat, dann ist es super, super süß. Es hat, als ob es so einen kleinen Schal tragen würde und das ist einfach das Herzallerliebste, muss ich sagen. Ja, ich mache mit dem Diebeskuss den besten Schaden. Ich habe kurz drüber nachgedacht. Aber Gyarados fliegt ja. Es ist kein Wasser-Pokémon. Also kein reines Wasser-Pokémon. Trotzdem, mit der Großwurzel und Diebeskuss sollten wir hier ein safes Matchup haben. Was, glaube ich, auch für diesen Zeitpunkt im Spiel eine starke Kombination ist, weil sofern Bundlebee nicht ge-one-hitted wird, kann es sich, glaube ich, immer richtig, richtig gut hochheilen. Und dafür, dass ich mir die Regel auferlegt habe, dass ich in Kämpfen keine Heil-Items nutzen kann, ist es, glaube ich, sehr, sehr praktisch. Also entschärft viele, viele brenzlige Situationen. Und es ist einfach das höchstlevelige Pokémon in meinem Team. Wie ist das denn passiert? Womit habe ich das denn verdient? Na gut, mein Geldbeutel schlepp ich schon mit. Hier ist dein Preisgeld. Sieht aus, als ob der Kopfschmerzen hätte. So, haben wir alle Trainer abgegrast an der Stelle? Ich glaube schon. Nein, die noch nicht. Ist es an sie? Doch, ich sehe den Bikini. Ich habe Stunden damit verbracht, diesen Bikini auszuwählen. Hoffentlich macht sich das im Kampf bezahlt. Das werde ich jetzt bewerten. Ich bin professioneller Bikini-Bewerter. Mua, wirklich sehr, sehr schön. Gefällt mir wirklich gut. Ich mag, nennt man das Neckholder? Neckholder-Bikinis? Ich bin jetzt kein... Doch, ich bin der Bikini-Profi. Ich habe es ja gerade gesagt. Ich glaube, man nennt sowas Neckholder. Finde ich wirklich sehr, sehr schick. Ein Finion. Auch so ein verlorenes Pokémon, habe ich das Gefühl. Also, dass ich nie, wo ich nie wirklich dran denke, weil es einfach ein Fisch ist. Es ist einfach eins der vielen Fisch-Pokémon und ich kann mich dann nur an Goldini oder Golking erinnern und diese neuen Fische, keine Ahnung. Und an Wischiwaschi. Es heißt nicht Wischiwaschi. Wie heißt das auf Deutsch?
Lusardin wird mir, glaube ich, auch immer im Kopf bleiben, weil es so ein bisschen spezieller ist, muss ich sagen. Und hier, das ist einfach, das könnte auch einfach eine realistische Darstellung eines schon vorhandenen Fisches sein. Wer weiß, es gibt ja diese Paradiesfische, keine Ahnung, die sehen genauso aus. Da ist nichts Besonderes dran. Muschas hingegen hat eine riesige Zunge, das haben normale Muscheln nicht. Bitte. Eigentlich ist das super gewagt, was ich gerade gemacht habe, weil wir eine ziemlich hohe Schwäche gegenüber Eisangriffen haben. Aber ich will trotzdem drin bleiben. Ich lasse es drauf ankommen. Ich glaube, Muschas tankt so oder so, weil die physische Verteidigung von Muschas ist gar nicht mal so schlecht. Ja, es ist gerade so vielleicht ein Two-Hit. Aber scheinbar Muschas keine Eisattacke an ihrer Stelle. Wie lustig die Animation ist. Ich wurde überrascht von einer Muschel hinter mir. Bitte reich aus. Es reicht ganz knapp nicht. Eisspeer, okay, wir sind tot. Wobei, wenn es keinen Wertelink hat. Okay, wir sind besiegt. Schade. Hat es doch noch eine Eisattacke. Sogar eine ziemlich gute. Hätte ich gar nicht gedacht, dass Muschas so früh Eisspeer lernt. Aber okay, welches Pokémon soll. Komm, wir tun unser Molunk rein. So hieß das. Weil dann haben wir mehrere Pokémon direkt auf Level 28, wobei wir werden hier kein Level-Up bekommen. Aber nochmal diese schöne Animation sehen. 200, nichts. Das habe ich wohl in den Sand gesetzt. Das könnte sein. So. Somit haben wir, glaube ich, diesen Bereich abgeschlossen. Ich gucke nochmal so ein bisschen vor dem Hotel rum, ob es da irgendwie was zu finden gibt mit dem Bismarck. Aber ansonsten würde ich sagen, dass wir vor den Pforten eine kleine Pause machen. Und uns dann freuen, was uns alles im Hotel erwarten wird. Hier ist ein, das ist ein Pikachu, das sich einfach sonnt. Das ist einfach der Boss. Der Typ ist dem Pikachu untergestellt. Pika, was? wieso mit B? Das ist ein Pikachu. Ich wusste es. Kommt aus Russland. Oh Mann. Aber vielleicht erklärt uns der Typ, wieso es ein Pikachu ist. Das ist Truberts erster Urlaub in 3 Jahren. Ist das Trubert, der da rumsitzt? Er möchte seinem Dasein als Star für eine Weile entkommen und einfach ein ganz normales Pikachu sein. Es ist tatsächlich ein Filmstar-Pikachu. Dass sich zu fein ist, Pikachu genannt zu werden, ist einfach ein Pikachu. Alles klar, ich stelle das nicht in Frage, sondern speichere an dieser Stelle ab und dann können wir uns freuen. Mal schauen, was alles in den Hallen dieses Hotels ist. Seegesang, Seebrise, keine Ahnung. Auf jeden Fall bedanke ich mich sehr, sehr herzlich fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut und bye bye.